Hallöchen Leute, ich begrüße euch heute bei einer Extra-Folge IS-7-Reihe. Und wir sehen das aus Sicht von Heidenherz. Am Anfang hier noch unter seinem alten Nickname Oskorei, aber er hat sich mittlerweile umbenannt. Und da er hat die IS-7-Reihe in recht kurzer Zeit durchgespielt, als das Baumspitze-Event war. Und daher dachte ich mir, zeige ich euch einfach ab der IS von ihm die Sichten seiner Panzerasse, die er drin erfahren hat, um euch ein bisschen was über die Reihe zu zeigen. Wer die Reihe nicht kennt, eine der beiden Heavy-Reihen der Russen, die alle bei der KV-1 beginnen, und diese hier zeichnet sich vor allem bis zu IS-7 dadurch aus, dass sie mehr Mobilität hat, mehr Wendigkeit, während die KV-Reihe halt schwerer gepanzert ist, schwerfälliger, aber halt mehr Panzerung hat. Und wir sind hier als erstes auf Tier 7 bei der IS, benannt nach Josef Stalin, deswegen eigentlich im Russischen die richtige Zeichnung, ausgesprochen, bei uns wäre es richtig JS, aber im Russischen wird das mit I geschrieben. Oder wäre die Übersetzung der Buchstaben I, aber das ist alles so ein bisschen verwirrend mit russischer Übersetzung. Und ja, wir sind hier auf Wadi in einem Angriffsmatch, wobei er auf der Verteidigerseite ist, was ihn aber nicht davon abhält, hier zumindest weiter nach vorne zu fahren, sich nicht damit zufrieden zu geben, dass man irgendwo hinten steht und verteidigt. Dafür sind die russischen Panzer auch nicht unbedingt ausgelegt, denn sie sind allesamt nicht gerade die Sniper-Panzer, sondern eher nahkampfstark. Und gerade diese Reihe hier zeichnet sich bei der IS-7 hinter dadurch aus, dass sie ein unheimlich nahkampfstarker Panzer ist, der auf Distanz nicht besonders gut geeignet ist. Und ja, er hat sich hier erstmal eine kleine Defensivposition im Mittelfeld gesucht. Währenddessen ist der ein Scout dort vorgefahren, wollte aufklären, ist dabei komplett draufgegangen, was natürlich immer ungünstig ist. Versucht es da auf Distanz gegen die Hellcat. Sowas kann man durchaus mal probieren, aber die wird halt von der Sichtweite her leider nicht angezeigt. Aber sie muss ja irgendwo da oben stehen, beziehungsweise die Hellcats. Munitionsloadout bei IS ist okay. Da kann man sowas mal machen. Aber irgendwie hat das Team wenig Ambitionen, hier das Weitere sich zum Suizid-Scout melden, was ja sicher eine gute Sache ist. Da taucht ein IS-2 auf der 7er Heavy der Chinesen. Eigentlich auch eine russische Produktion, aber hier im Spiel durch die Chinesen vertreten, und er kann ihm da direkt eine mitgeben. Er hat hier die Gun, die man schon von der KV-1S kennt, die 122mm Gun mit 175 Durchschlag und 390 Schaden. Und trifft da leider nur die Kette, und der Durchschlag reicht dann nicht aus, um hinter der Kette noch Schaden zu machen. Aber er hat hier halt eine wirklich gute Hull-Down-Position, kann da mit seinem Turm arbeiten. Der ist nicht der allerstärkste bei IS, aber gut genug für sowas. Und deckt hier auf jeden Fall auf, während das Team von hinten gut mit unterstützt. Also da arbeitet man vernünftig zusammen. Jetzt wird er die Kette erwischt. Darf nicht zu weit zurück scheinbar, sonst erwischen sie ihn dann mehr von der Seite. Und leider sind russische Heavys nicht für ihre Sichtweite bekannt, weswegen er hier jetzt nichts aufdeckt, obwohl er scheinbar offen ist. Und die Su-100Y unheimlich viel Spaß daran hat, die Leute aus dem Team als Noobs zu beschimpfen. Der T29 rückt da jetzt vor, sehr schön. Dann sieht man doch ein bisschen was, weil der hat gute Sichtweite und da ist eine gegnerische IS. Wenn die Hellcat nicht guckt, dürfte er hier aber nicht aufgehen. Nicht durch die IS, aber mehr durch die Hellcat halt. Und geht hier auf die IS als Ziel. Die ist wesentlich leichter zu treffen, wenn man die untere Bodenwanne sieht. Das war ziemlich doof, von der sofort zu fahren. Und die Hellcat wurde vernichtet, sehr schön. T25-2 ist dort. Und solche Schüsse sind sehr riskant, da wenig Genauigkeit. Und ich glaube, diese turmobere Hälfte zählt bei dem nicht als Hitzone. Deswegen kann man den da so gar nicht vernünftig treffen. Und so vorne durch den Waffenmantel ist auch sehr schwer. Währenddessen hat die IS oben eine Schwachstelle, durch die man durchkommen kann. Und ja, da sieht man es. Schuss auf den Waffenmantel bei T25-2, die einzige Stelle, die gepanzert ist. Das sollte man nicht machen. Da kommt ein Schuss von der IS rein. Und ja, man sieht, die Frontpanzerung ist hier noch nicht die beste, auch beim Turm noch nicht. Da kriegt man durch sowas gut Schaden. Versucht da jetzt einfach, ist aber halt riskant. Aber scheinbar hat der T29 die IS da weggeholt, das ist gut. Und ja, jetzt warten wir erstmal, da geht der T25-2 wieder auf. Schießt auch noch zu ihm, das ist ungünstig. Wie gesagt, so von vorne schwer zu treffen. Kann man hoffen, dass er einfach den Turm davor fährt und den Turm zur Seite geht. Ah, er ist durchgekommen, sehr gut. War ein bisschen glücklich, aber hat funktioniert. Steht jetzt 5-4. Gegner haben scheinbar erstmal wieder die Ambitionen zum Drücken verloren.
Aber irgendwas sieht ihn hier auch noch und beschießt immer wieder mal. Und der T-29 schreit nach Hilfe, ja, aber so viel kann man da vorne nicht unbedingt machen. Da trifft die noch eine Hellcat von dort vorne. Die wird wahrscheinlich hier auf der Mittelinsel irgendwo stehen. Für eine Hellcat auf jeden Fall eine gute Position. Für ihn hier sehr gefährlich dadurch. Und wir machen das Ganze ein bisschen schneller, bis was passiert. Da geht die Hellcat auf. Kriegt noch einen rein. Kann ja aber auch einen mitgeben. Sehr schön. Ist jetzt leider auf One-Shot-Stufe für so ziemlich alles der Gegner. Für den T-34 vielleicht nicht, aber für alles andere. Und da kommt AMX-7er der Franzosen. Und irgendwo unten ist ein Scout. Ist hier dafür, dass er einen russischen Heavy-Sitz auf sehr, sehr lange Distanzkämpfe momentan fixiert. Denn auf die Distanz ist das mit der IS immer sehr, sehr glücklich, ob man trifft. Leider muss man solche Kämpfe mit der IS noch oft machen, da die einfach nicht so viel Panzerung hat. Nah ranfahren kann man da nur dann machen, wenn man weiß, man nimmt den Gegner schnell raus. Die Nachladezeit ist auch noch nicht die beste mit 12,12. Da die meisten Gegner laden schneller nach. Was zur Folge hat, dass man halt nicht mal eben so vorfahren und jemanden kaputt DPMen kann, gleichzeitig aber halt auf Distanz auch nicht so super ist. Das macht die IS noch recht schwierig, beziehungsweise man muss sie halt sehr geschickt spielen. Dafür macht man halt auf Tier 7 schon 390 Schaden, was ziemlich viel ist. Der Schuss ging ziemlich knapp an allem vorbei. Da kommt eine gegnerische Kampfeinheit erst mit einer kleinen Gun. Und die IS zeigt gerade die Bodenwanne, einfaches Ziel, und die IS muss eher weg. Deren Gun tut mehr weh. Und ja, vordere Bodenkante der IS ist auf jeden Fall mal leicht zu schießen. Man kann mit der IS schon, oder man kann mit der noch anwinkeln. Sidescrapen bringt mit der durchaus was, wie er es hier auch gerade an dem Felsen versucht. Damit kann man bei der schon Kettentreffer erreichen, aber sie ist nicht das pure Panzerungstier, wie man es von anderen Panzern gewöhnt ist. Und ja, jetzt immer noch die Frage des AMX M4 da hinten, ob man den irgendwie mal bekommt. Hat 2700 Schaden gemacht, geht ihm damit hier sehr gut. Und fährt jetzt vor, um ihn sich zu holen. AMX guckt nicht, da hätte er auch ein bisschen schneller realisieren können, dass die gar nicht zu ihm guckt. Und das ist natürlich ein schöner Moment, um den Schuss abzugeben. Wird jetzt wahrscheinlich dafür auch aufgegangen sein. Aber der AMX scheint ihn immer noch nicht... Doch, jetzt versucht er den Schuss in der Fahrt. Da stellt der AMX sich ein bisschen doof an. Da hätte er mit einmal bremsen und vernünftig schießen ihn auch kaputt haben können. Leider hat sich das, was vom Team da vorne war, mittlerweile ziemlich aufgelöst. So dass er hier wieder die erste Reihe übernehmen muss. Und irgendwas holt sich da gemütlich den AMX sehr gut. Ja, hat hier eine recht gut zu Position, wo wenig passiert. Da taucht wieder ein Panzer auf, den man leicht beschießen kann. Panzer 4H, kaum Panzerung, Schuss rein, freuen. Und der T-29 scheint da irgendwie festzustecken oder sowas. Panzer 4 ist weg. Ja, man weiß eigentlich grob, wo alle Gegner sind. Ich würde da jetzt wahrscheinlich ein bisschen näher rangehen. Denn es ist klar, wo die sind. Die Gegner wissen aber auch, wo er ist und wo sie als nächstes hingucken müssen, wenn sie auftauchen. Oder zumindest wissen sie, wo sie ihn zuletzt gesehen haben. Da würde ich halt auch wieder hingucken. Und deswegen würde ich an seiner Stelle versuchen, mich irgendwie zu verlagern. Umrunden. Die IS ist noch recht zügig. Da hätte ich jetzt zum Beispiel, wie die Hellcat das macht, und dann hier oben durch die Kuhle durch. So, hier lang einmal umrunden. Oder sowas würde ich da ausprobieren. Weil von hier aus kommt er an die auch nicht gut ran. Muss hier aus seiner Position auch wieder weit raus. Der AMX scheint ihn aber zu ignorieren. Und das kostet den AMX den Kopf. Sehr schön. Da taucht der T-150 aus. Auch der kann ihm hier gerade nichts. Also an sich ist die Position dort noch okay. Leider ist der T-150 aber noch, hat noch so viele Lebenspunkte, dass nicht garantiert ein Schuss ihn umbringt. Da müsste erst die Hellcat nochmal Treffer landen. Oder umgekehrt, man gibt einen Treffer rein, die Hellcat landet dann ein. Und da hat jemand getroffen. Das war der vernichtende Kill. Sehr schön. Hat hier 4 Kills bekommen. Team hat gewonnen, auch wenn sehr knapp. Wir waren kurz vor Ablauf der Zeit.
Aber hat 4.109 Schaden gemacht. Blindschuss gegen die Hacker hat leider nicht getroffen. 1.319 Basiserfahrung, 827 Detecting. Das war wahrscheinlich ganz am Anfang, als die Gegner auf ihn zu sind. Und ja, hat damit ein Großkaliber und sein Panzer bekommen. Und ihr habt hier den ersten Einblick in die IS-Reihe gesehen. So, als nächstes haben wir hier die IS-3, den Achter der Reihe, und das, wo ich sagen würde, sollte sich jeder erstmal als Ziel setzen, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Wir sehen hier in einer Runde mit Wotanfall und Ghost Anubis zusammen. Wotanfall im Tiger 2, Ghost Anubis im VK4502A, dem anderen Heavy der Deutschen, und ja, Heidenherz in seiner IS-3. Und wie gesagt, Achter Heavy, der bekannteste Achter Heavy mit überhaupt neben dem Tiger 2. Und auf jeden Fall ein Panzer, den ich jedem empfehlen würde, in der Garage zu haben und weswegen ich diese Reihe auch zeige. Denn der Panzer ist all around auf der Tierstufe der Beste. Das muss man, auf jeden Fall was Heavy Tanks angeht, das muss man einfach so sagen. Und er wird halt bei vielen Events eingesetzt. Also bei dem 742, den Teamgefechten, braucht man ihn auf jeden Fall. Das ist der Standardpanzer. Wenn es CWs gibt, die auf Tier 18, wird er unter Garantie eingesetzt und halt auch gerne mal für Turniere. Und er ist einfach ein allround guter Panzer. Man muss dazu sagen, er ist nicht ganz einfach zu fahren, denn er hat vorne diese Nase, wie man hier sieht, und das sorgt dafür, dass man mit ihm wenig sidescrapen kann, wenn man ihn sehr stark anwinkelt und der Gegner so drauf schießt, verliert die komplett die Panzerung. Aber wenn man ihn so frontal auf den Gegner hält, hat er ziemlich gute Panzerung und auch sein Turm gibt viel her. Das ist nicht ganz einfach, mit dem klarzukommen, und ich weiß, auch Heidenherz selbst findet alle anderen Panzer der Reihe, was Panzerung angeht, besser. Aber meiner Meinung nach, also das ist halt ein bisschen immer Geschmackssache, ich persönlich komme mit der IS-3 da super klar, weil man aus der Panzerung viel rausholen kann, wenn man sie zu fahren weiß, da der Durchschnittsgegner einfach nicht weiß, wie man sie kaputt macht. Es gibt also gute Spieler, wenn man sie sieht, jemand hat irgendwie grüne oder blaue Statistiken, sollte man sich nicht mit der IS-3 frontal vor ihn stellen. Der weiß wahrscheinlich, wie man die zerlegt. Aber so selbst die durchschnittsgelben Spieler wissen oftmals nicht, wie genau sie eine IS-3 zerschießen müssen. Und einfach frontal draufschießen ist halt meist eine doofe Idee. Aber er hat hier mit einem Feinkontakt, sieht dann super Pershing. Und das Schöne ist, die IS-3 hat bei der Gun einen höheren Durchschlag. Der Schaden ist immer noch mit 390, für auf der Tierstufe dann recht normal. Aber 225 Durchschlag ist für einen Heavy Tank super. Damit kann man hier auch die untere Bodenwanne von einem Super Pershing problemlos angehen und den alt aussehen lassen. Nachladezeit 11,22, da geht, wenn man Waffenbrüder hat, noch ein bisschen mehr. Und ja, hat hier seinen ersten Kill, hat den Super Pershing in drei Schüsse reingedrückt, viel Schaden gemacht. Er sagt, ich würde jedem empfehlen, holt euch die IS-3 und trainiert euch doch eine gute Kuh drauf, behaltet die, die kann man für Teamgefechte immer gebrauchen. Macht auch zwischendurch mehr Spaß, und zum Beispiel, wenn man bei mir beim Community-Livestream mitmachen will, bei Teamgefechten, wenn man eine IS-3 hat, ist man eigentlich immer gute Chancen, dass man da reinpasst, weil mit einer IS-3 kann man dann immer gebrauchen. Und ja, er hat hier die gegnerische IS-3, und man sieht da auch, was quasi der Nachteil ist. Man kann der IS-3 recht einfach vorne durchschießen, sowohl Ghosty als auch Heidenherz haben das hier geschafft, wenn man da die Nase ein bisschen unpassend hinstellt. Und also die IS-3... Man kann sich nicht so sehr auf ihre Panzerung verlassen, dass man sagen kann, ich stelle mich jetzt hin und es kommt nichts durch. Aber es kommt erschreckend viel nicht durch, wo der Gegner erwartet hätte, dass es durchkommt. Und, um mal kurz zu pausieren, wir haben nämlich gerade gesehen, was der Fehler der gegnerischen IS-3 war. So darf man niemals um eine Ecke fahren. Wir sehen hier die Nasenspitze. Und dadurch, dass er so auf die Ecke fährt, konnte Heidenherz ihm hier so reinschießen. Und wenn wir das an seiner eigenen IS-3 mal fix zeigen, wäre das ungefähr der Winkel, wo hier der gegnerische Schuss auch reinging, und da ist die Panzerung unheimlich schwach. Je weiter von der Seite man guckt, umso leichter kommt man da durch. Von vorne ist es, wenn man so drauf schießt, ist es halt sehr schwer, da prallt viel ab. Man hat hier diese kleinen Flügelchen an der Seite, oder diese kleinen Haken, die da draufstehen, da ist es durchaus durchschlagbar, bei den Lampen dort auch. Und was auch immer geht, ist hier die untere Wanne. Wenn die IS-3 über einem steht, kann man da reinschießen. Aber da die IS-3 sehr flach ist, zum Beispiel vielleicht zu einem VK, können die wenigsten gegnerischen Heavy-Panzer von vorne da reinschießen. Diese kleine Luke und direkt unter dem Turmansatz ist auch noch recht schwach. Und die eigentliche Fläche oben auf dem Turm. Aber da muss man halt überall erstmal rankommen. Seite und Hinterteil sind gar nicht so schlecht. Das ist hier hinten zwar recht gerade, aber die Seite bei IS-3 ist auch recht stark. Man kann mit dem Ding hier rückwärts sidescrapen. Wenn also jetzt hier links irgendwo ein Haus wäre und man quasi beide Kettenräder dahinter versteckt und man nur die Seite sieht und den Turm umdreht,
taugt das zum Sidescrollen. Also mit der ES3 kann man da wirklich viel machen. Braucht natürlich dementsprechend Übung. Aber da geht einiges. Und ja, dort sind mehr Heavy Tanks. Der Schuss ging irgendwo hin, aber da sieht man halt auch die ersten Abpraller von vorne. Gerade 7er Panzer haben es eigentlich schwer zu durchschlagen, wenn sie nicht frontal, wenn man frontal guckt, so. Und die, wie gesagt, die Gun selbst ist halt auch stark und kriegt auch einen guten Reload. Nicht ganz so gut wie der IS-6, aber gut genug, um mit fast allem auf der Tierstufe gemütlich mithalten zu können. Und ja, man sieht hier, was man sich mit der IS-3 erlauben kann. Er fährt hier eigentlich ziemlich im Offenen und sucht sich seine Ziele. Die Gegner sind jetzt natürlich zurückgedrängt, dadurch, dass hier schwerer Beschuss ist. Aber alles, was so bisher im Beschuss zu ihm kam, konnte er auch wenig machen. Man hat ihm wenig Schaden gemacht. Und da sieht man halt die Stärke der IS-3. Die ist hier gut flexibel einsetzbar. Und die Panzerung reicht hier halt in vielen Stellen einfach aus. Und ja, Allround, es ist einfach ein Allround-Panzer. Man ist, hat eine hohe Mobilität, man ist ziemlich schnell und ziemlich wendig für einen Heavy Tank. Man hat, wie gesagt, eine ordentliche Panzerung und man hat eine sehr, sehr gute Gun. Und das macht die einfach rundherum praktisch. Und das ist auch der Hauptgrund, warum man sie in Teamgefechten so viel einsetzt. Sie ist schnell, sie ist wendig für einen Heavy Tank, sie hat Panzerung und sie hat eine gute Gun. Und damit kann man halt sehr flexibel arbeiten, weil man da nun mal mit wesentlich weniger Leuten arbeiten muss. So irgendwie eine KV-4, die zwar cool ist, weil wesentlich bessere Panzerung, aber dafür hat ja, ist die KV-4 so langsam, dass man die halt einfach umfahren kann. Und ja, jetzt hat man hier gemütlich gegen die KV-5 durchgenügt. Er hat hier 4 Kills mittlerweile abgestaubt und will natürlich dem gegnerischen VK hier hinterher. Und macht hier den klassischen, wie fahren wir um die Ecke Fehler. Hat Glück, dass der Schuss da von der Kette gefressen wurde. Hätte der VK da Tacken besser gezielt, hätte er halt mehr auf die Fresse bekommen. Und das ist halt, so Momente muss man mit der IS-3 wirklich üben. Weil hier kann der Gegner, wenn er weiß, wohin schießt, muss auch sehr zerlegen. Da bietet sich für die IS-3 an, immer im Rudel zu fahren. Wenn 2 oder 3 davon um die Ecke fahren, dann ist es schwer, deine Einzelne rauszufokussen. Und jetzt sieht er da noch einen Scout. Boom. 5 Kills. Kollegen bleiben noch im Cap. Was an sich auch nicht so schlecht ist. Aber ganz eindeutig, wir haben da 4 Gegner und sind zu 6. Die kann man noch vernichten. Vor allen Dingen, man sieht hier Heavy Tanks, die noch auf Full Life sind. Da kann man noch viel machen. Und da sollte man prinzipiell auch immer darauf gehen, die Schadenspunkte zu machen. Denn, da wiederhole ich mich gerne, die Erfahrung, die jeder Spieler des Teams bekommt, hängt davon ab, wie viel Schaden man insgesamt am gegnerischen Team gemacht hat. Und wenn die Hälfte des gegnerischen Teams am Ende noch lebt, kriegen alle wesentlich weniger Erfahrung. Und das ist halt gerade für so einen ersten Runde am Tag ziemlich doof. Da hat er aus irgendeinem Grund den vorbeifahrenden Heavy einfach ignoriert. Ich hätte ja der KV als erster schnell einen reingedrückt, anstatt auf die flüchtende Hacker zu schießen. Ja, wie gesagt, deswegen immer nicht durchcappen, sondern killen, wenn es möglich ist. Und hier steht's gerade 13-10, da kann man das. Und ja, Ghosty wurde leider vom Verbündeten erwischt, der da aus dem Cap geschossen hat. Ist ärgerlich, aber das heißt, nur Heidenherz kann hier noch weiter schießen. Und eine KVSS kann man mit der IS-3 locker von vorne durchschießen. Und Wutanfall tut ihm hier gerade den Gefallen, dass er aus dem Cap wieder rausfährt. Das sorgt zwar dafür, dass die eigenen Teamkollegen schreien wie kleine Mädchen, aber das sorgt dafür, dass man hier noch wesentlich mehr Erfahrung fürs Team erfahren kann. Und wie gesagt, man kriegt fürs mehr Schaden machen einfach mehr Erfahrung, und zwar alle im Team. Also es ist nicht nur egoistisch zu sagen, ich will mehr Schaden machen, damit ich mehr Erfahrung bekomme, sondern auch die, die cappen, kriegen immer noch mehr Erfahrung, wenn das Team bis dahin mehr Schaden macht. Also es ist für als Teamspiel besser, wenn man mehr Schaden macht, weil alle davon mehr haben. Cappen ist die kleine egoistische Variante für Leute, die nicht Team spielen können. Weil da nimmt man halt anderen und sich selbst Erfahrungspunkte weg. Leider haben sie jetzt hier durchgecappt, deswegen er vom T32 nichts mehr bekommt. Sehr, sehr ärgerlich. Habe ich mich ja gerade ausgiebig drüber ausgelassen, wie man das eigentlich machen sollte. Hat trotzdem 4856 Schaden gemacht und 7 Kills. Das gab ihm einen, es gab einen Großkaliber und auf jeden Fall einen Krieger. Und 1583 Basiserfahrung fürs Panzerass. Hat 1660 Schaden durch die Rüstung abgeblockt. Und das zeigt das Potenzial der IS-3. Man muss damit üben. Es gibt viele, die anfangs Probleme damit haben, mit der IS-3 zu überleben. Und ich weiß von Heiden jetzt auch, dass er selbst die auch nicht so gut fand, weil er es nicht so einfach fand, die Panzerung von ihm einfach schwach findet. Aber man kann halt aus der richtig viel rausholen, wenn man damit fahren kann. Und es ist nicht der Panzerungs-Heavy, wie man sich das irgendwie als deutscher Heavy-Fahrer erfreut. Aber es ist halt ein all-around guter Heavy, der halt sehr flexibel ist, was für mich den Panzer richtig stark macht. So, wir kommen zu dem Tier 9, der IS-8. Der ist hier wieder mit Ghost Anubis unterwegs, der im VK 4502B sitzt.
Und bevor wir mit der Animation anfangen, gucken wir uns auch hier mal die Panzerung an, denn die, es hat immer noch die gleiche nasale Panzerung. Aber, wer sich das aus der letzten Runde hat, die Spitze ist bei der IS-8 hier wesentlich höher gezogen. Und die Panzerungswerte an sich sind nicht mehr ganz so hoch. Was ein Punkt ist, die IS-8 ist bisschen flexibler als die IS-3, bisschen mobiler, hat aber im Endeffekt weniger Panzerung, was für viele Probleme ist, einschließlich meiner einer. Das Gute ist, dass wir hier heute Heidenherz sehen, der kommt mit der nämlich richtig gut klar und findet die Panzerung bei der IS-8, kommt mit der erfolgreicher klar als mit der IS-3. Also ich persönlich immer wieder unterhaltsam finde, weil ich die IS-8 da wesentlich schlimmer finde. Denn, ja, diese Nase hier ist halt wesentlich höher, man schießt da unten viel, viel leichter rein und, da wir auf Tier 9 sind, haben die meisten Gegner stärkere Guns. Wir sind hier so in einem 10er-Match und da ist die Panzerung einfach nicht mehr so stark. Was für mich, wie gesagt, ziemlich das Problem ist. Dafür kriegt er eine sehr, sehr gute Gun, die Top Gun der IS-4. Mit 258 Durchschlag und 440 Schaden und auch recht genau für russische Verhältnisse. Die IS-8 hat da eine Gun, Moment, ich nehme da ein bisschen Krach mache, mit der man durchaus auch auf bisschen höhere Distanz schießen kann, so mittlere Reichweite. Und das sorgt dafür, dass die IS-8 sich oftmals eher wie ein Medium-Panzer fährt. Nicht so schnell los, also nicht wie eine IS-3 oder eine IS-7 sich in den Frontkampf so gut einmischen kann, sondern von ein Stückchen weiter hinten einzelne harte Schüsse raushauen kann. Und die Panzerung, wie gesagt, nicht so super stark, sondern eher darauf auslegt, dass man mit ein bisschen Flexibilität arbeitet und nicht so viel auf die Panzerung laufen lässt. Und das sorgt bei an vielen Stellen dafür, dass Anfänger mit der IS-8 Probleme haben, weswegen ich auch immer jedem raten würde, nehmt als Ziel in der Reihe erstmal die IS-3 und lernt auf der fahrt die ausgiebig. Auch länger als notwendig im Zweifelsfall, denn die behaltet sie doch, aber auf der IS-3 lernt man halt die Fahrweise schon mal recht viel und die IS-8 ist sehr anders. Und man sieht viele, ja, schlechte IS-8-Fahrer, die IS-8 fahren wie eine IS-3, sich in den direkten Nahkampf stürzen und dabei komplett zerschossen werden. Und da bin ich selbst auch noch, wie genau sie fahren muss, denn das ist wesentlich anspruchsvoller und wahrscheinlich der von der Fahrweise her anspruchsvollste Panzer in der Reihe. Oder zumindest der schwierigste. Und deswegen hat er sich halt auch nicht wie Ghosty an die Heavy-Ecke da oben gestellt. Da, wo auch der Inhalt jetzt ist, wo man normalerweise als Heavy steht, um mit Vorzug einzelne Schüsse abzugeben und dann Schüsse auf die Panzerung zu ziehen, sondern ist hier unten dahin, wo er ein bisschen flexibler ist, weniger beschossen wird, mehr mit seiner eigenen Gun arbeiten kann. Und hat dann Objekt 704. Da kann man erstmal einen schönen Schuss reingeben, auch noch hochgewürfelt. 529 ist ein massiver Highroll, wenn man denkt, Durchschnittsschaden 440. Da kommt nochmal 100 und was drauf, also bis 550 ungefähr kann er hochwürfeln. Dafür wird er vom Waffenträger erwischt. Und da merkt man es halt, die Panzerung ist nicht allzu stark. Und so wie er hier steht, guckt er halt auch immer so um die Ecke, dass man vorne das Rad von vorne hier sehen kann. Da sieht man die Einschussstelle und ein Waffenträger auf Panzer 4 kommt da locker durch. Und das ist halt so das große Problem, was ihr da auf Tier 9 sind die Gegnerpanzer einfach vom Durchschlag her stärker. So, da hinten geht mal wieder was auf. Ein Jagdtiger. Was Schönes, was er hier auch macht. Man kann die IS-8 sehr gut mit entspiegelten Optik spielen, da sie für eine russische Heavys eine gute Sichtweite hat. Und da man ja recht flexibel ist, mehr wie ein Video spielt, kann man oftmals die entspiegelte Optik sehr, sehr gut nutzen, um Gegner aufzudecken. Und da kommt ein Waffenträger eher in 100. Leider den Schuss ein bisschen ungenau die Führung gegeben. Dementsprechend ging der am Turm vorbei. Hätte man auch auf die Seite der Wanne schießen können, so wie der ausgerichtet war. Und ja, da bieten sich Ziele. Die IS-3 auf Distanz ist halt für die IS-8 leicht zu durchschlagen, weil der Durchschlag der Gang einfach so hoch ist. Als Achter in einem 10er-Match hat man es mit der IS-3 natürlich schwer. Und da sieht man auf der gegnerischen Seite die IS-8, die hat den klassischen IS-8-Fehler, macht sie ist in der allerersten Reihe. Das ist schmerzhaft und sollte man nicht machen. Und das Glück, dass hier der gerade zurückkam, dass der Waffenträger auf Panzer 4 nur seine Kette erwischt hat. Aha, gegnerische Kinderwerfer hat unsere IS-3-Info zerstört. Aber ja, man sieht hier, er kann sich hier diesen Distanzkampf, also was heißt Distanzkampf, das ist ja noch mittlere Reichweite ungefähr. Das kann man mit der IS-4 machen, auch wenn man Front vom Jagdtiger schwierig ist, aber die Gun, ich habe IS-4, glaube ich, gesagt, IS-8 kann man das machen, weil die Gun halt die von der IS-4 ist, die halt für sowas gut geeignet ist. Und den Jagdtiger angezündet, das ist schön, dann brennt der uns da einfach mal weg.
Und da versteckt die IS-80. Aber durch den Turm kommt man von oben locker durch. Der ist auch nicht so stark wie der IS-3-Turm gefühlt. Zumindest sind die Kuppel ein bisschen leichter zu treffen. Das ist von der Seite, also sind die halt eigentlich immer Seite-Turm sehr, sehr schwach. Und da ist die IS-3 nochmal. Und damit ist die IS-3 dann auch weg. Hat hier eine sehr, sehr gute Position genommen, von wo aus er halt sehr, sehr flexibel in die Gegner reinschießen kann. Auch Glück hat, dass wenig sich auf ihn fokussiert hat. Kann natürlich auch immer mal schief gehen. Und ja, da ist dann noch die Turmspitze der IS-8. Leider hat man eher den Felsen getroffen. Und Objekt hat er die Füße zerlegt. Dafür kriegt er jetzt hier die IS-8 noch. Sehr schön. Ghosty hat es dann mittlerweile auch schon zerlegt, sodass er hier jetzt eigentlich recht allein ist. Das ist mit 5 zu 4 ziemlich ausgeglichen noch. Dafür hat er hier halt gut Schaden gemacht. 3700 ist halt schon echt nice. Das kann sich sehen lassen. Und schaut jetzt immer wieder ein bisschen vor, hofft, dass da was aufgeht. Es kommt nichts, also rückt da weiter nach vorne. Und natürlich genau in dem Moment geht dann was auf. Ist aber scheinbar selbst nicht aufgegangen. Ich denke, er hat hier mittlerweile 6. Sinn drauf. Alles andere war schon sehr, sehr... Eigentlich kann man ab der... Also je nachdem, wie man die Crew trainiert, wenn man die von der KV-1 durchgeht mitnimmt, kann man ab der IS einen 6. Sinn haben, ansonsten aber IS-3. Wenn man, was ich auch empfehlen kann, der ein bisschen Geld ins Spiel reinsteckt, sich die, wenn er die Reihe gerne spielt, die IS-6 zu holen, die ist super zum Crew trainieren, dann... Damit habe ich meine Crew trainiert, die habe ich auf der IS neu angefangen und hatte da habe dann vorher schon auf der IS-6 6. Sinn zusammen trainiert. Und am Ende der IS hatte ich Waffenbruder zusammen, sodass ich den direkt auf dem IS-3 nutzen konnte. Da Glück, dass das Objekt an ihm abprallt. Ist ja auch bekannt dafür, dass es eine ziemlich Trolle gegangen hat. Und lässt sich jetzt erstmal wieder zurückfallen, denn da sind 4-5 Gegner vor ihm. Da ist nichts, wo man sich aggressiv mit anlegen will. Da ist eigentlich eher Zeit, dass der Rest des Teams oben mal drückt, weil sie da eigentlich in der Überzahl sind. Und wir sind halt hier jetzt im Defensivspot. Sehen, geht da vielleicht nochmal was auf. Gibt da einen Schuss rein, wo er das Objekt vermutet hat, geht aber auch selbst wieder auf und hat Glück, dass da was an ihm vorbeischießt. Auf dem Treffer auf Panzer 4 ist mittlerweile woanders hin. Muss sich das Team drum kümmern. Und ja. Ja, geht da wieder auf. Eine günstige Position. Der EN-100 hat scheinbar auch keine Ambitionen zu drücken. Hat aber auch kaum noch Lebenspunkte, da ist das verständlich. Und ja, man merkt, er wird hier langsam ein bisschen ungeduldig, wenn er das aufmachen. So gut ist seine Sichtweite gegen die Tarnwerte von dem Objekt 704 leider auch nicht, denn das hat ziemlich gute Tarnwerte. Er sucht sie jetzt von hier oben, findet da was, was er beschießen kann. Wird aber auch wieder beschossen. Hier ist 3 schießt mit HE, sehr lustig. Au, da war das Objekt. Schießt mittlerweile auch mit Gold. Und unsere IS-3 ist ein Bot. Ja, das ist natürlich ungünstig. Nur Ghosty muss nochmal schreiben, wie man Report, lernt, wie man Report schreibt. Aber das kriegt er sicherlich auch irgendwann noch hin. Ja, Position da oben auch nicht wirklich besser. Hat hier mittlerweile den 725 Hit viel Lebenspunkte abgeben müssen. Das ist immerhin mehr als ein Drittel, was er da mit einem Schuss verliert, was halt schon übel ist von so einem Objekt. Und ja, da geht das Objekt nochmal auf. Aber da kommt er auch nicht wirklich dran. Und es versucht sich auch wieder was an ihm. Hat hier einen Spread, wäre ich jetzt langsam, ehrlich gesagt, vorsichtig damit, denn er hat nur noch 5 AP-Schuss und 5 Heat. Und wenn ihm die ausgehen, wird's ärgerlich. Objekt fährt vor, fährt zu weit vor, kommt man nicht dran. Da kommt noch was hinterher, das zweite Objekt. Und trifft nur den Fußboden. Das ist ein Problem mit der IS-8, das muss man auch dazu sagen. Man kämpft ja mehr auf mittlere Distanz und da kann man schnelle Schüsse oftmals nicht riskieren. Das ist auch was, wo ich mich echt dran gewöhnen muss mit der IS-3. Wenn man nah am Gegner dran ist, kann man einfach vorfahren, schießen und zurück und die Gun ist genau genug, dass man damit den schnellen Schuss trifft. Hier ist das Problem, da man ja häufig ein bisschen größere Distanzen hat, dass die Schnellschüsse nicht immer so gut klappen. Alles, was über 100 Meter entfernt ist, ist für einen schnellen Schuss nicht ausgelegt. Und die IS-3 schießt immer noch mit HE, sehr lustig. Das muss irgendwie... So, man sieht ja, XVM, er ist knallrot, er hat wahrscheinlich noch nicht verstanden, wie das funktioniert.
Denn mit der IS-3 HE schießen gegen die IS-8 ist ziemlich doof. Man hat echt genug Durchschlag, um die IS-3 zu, die IS-8 durchschlagen zu können, wenn man weiß, wo man hinschießen muss. Und ja, er nutzt jetzt hier die Seiten der IS-8. Denn die Seitenpanzerung oder die Ketten von ihr, die Panzerung selbst ist nicht so, aber die Ketten sind recht gut. Damit kann man erstaunlicherweise ein bisschen Zeit scrapen. Und kriegt dann halt die Schüsse in die Kette, steht jetzt natürlich in der saudoofen Position. Und wir können nur hoffen, dass seine Repair gut genug ist, dass er da wieder wegkommt. Er hat leider das Problem, dass das Sidescrapen deswegen nicht funktioniert, da er, wenn er zurücksetzt, ja, runtersinkt und die Gun Depression nicht ausreicht. Muss ich jetzt was anderes überlegen. Und leider, leider hat der Waffenträger den 100er wegbekommen. Und damit ist er hier jetzt allein. Oh, da ein Jagdgeist, der noch, den habe ich bisher gar nicht gesehen. Steht 8 zu 10, ist nicht so super. Der Push im Norden wurde komplett aufgeraucht. Was ziemlich bescheiden ist. Und er entscheidet sich jetzt hier langsam vorzutasten, ist da sehr, sehr vorsichtig. Was auch durchaus sinnvoll ist, weil die IS-3, wenn sie an der passenden Stelle trifft, halt auch wehtut, auch mit HE. Und da ist der Waffenträger im Moment schon mal weg. Und der Waffenträger scheint ihn wohl mit irgendwas beleidigen zu wollen. Zum Glück verstehe ich nicht, was er da schreibt. Das ist immer sehr angenehm. Ist auch immer schön, wenn Leute einen beleidigen wollen mit etwas, wo man einfach keine Chance ist zu verstehen. Ich denke, ja, ist in Ordnung. Holt sich das Objekt, hat noch einen AP-Schuss. Wäre natürlich schön, den in die IS-3 reinzubekommen, weil da lohnt sich Heat auf keinen Fall. Da wird man eher Probleme damit haben, dass man mit Heat bei IS-3 auch durchaus mal abprallen kann. Aber die IS-3 ist hier auch abgehauen, wie wir sehen. Die ist dort unten beim TD aufgetaucht und der T-Finder ist ja den Waffenträger erwischt. So langsam wird es hier echt knapp. Und man sieht hier Motorleistung der IS-8 nicht unbedingt die beste. Und wenn man berg runter fährt, erreicht man die 50 und was km/h, die der Höchstgeschwindigkeit hat. Auf gerader Fläche ein bisschen schwierig. Gerade wenn man viel hin und her lenkt und der Boden hier auch nicht unbedingt der beste zum Fahren ist. Und ich glaube, er hat hier auch den Topmotor nicht mitgenommen gehabt auf der IS-8, weil er schnell die IS-7 haben wollte, während durch das Baumspitze-Event. Und ja, es steht jetzt 11 zu 11, schwierige Situation. Man weiß, wo ein Teil der Gegner ist, aber nicht, wo alle ist. Wenn man jetzt auf den WT-Panzer 4 drücken würde, würde man wahrscheinlich vom Norden aus zerlegt werden von dem Kinderwerfer, den 50. Und ja, schön, dass der Waffenträger eher ein 100 ihn hier als Idiot beschimpft. Das ist unheimlich umwerfend, wenn man fast 5000 Schaden gemacht hat und 5 Kills, dass das Team einen immer noch als Idioten bezeichnen darf. Ja, aber machen die an sich keine schlechte Idee, indem sie Richtung Cap fahren. Denn irgendwie müssen sie die Gegner unter Druck setzen. Der weiß, der Kinderwerfer kann hier irgendwo sein. Den E75 hat es mittlerweile zerlegt, zum Glück. Und die Gegner sind bei ihnen im Cap. Damit ist klar, wo der Kinderwerfer ist. Und jetzt ist das... Was er hier machen kann, ist eigentlich wirklich nur in Cap reinfahren. Er könnte jetzt zwar Richtung T34, um den zu zerschießen, aber dann könnten die Gegner halt durchcappen. Wenn sie sich hier zu zweit reinstellen, sind sie sicher. Und ich glaube, er hat noch nicht realisiert, dass der Kinderwerfer im gegnerischen Cap ist. Es kann natürlich sein, dass der Waffenträger auf Panzer 4 mittlerweile zurückgefahren ist. Das würde ich aber nicht vermuten, weil der auch nicht so super schnell ist. Und damit kann hier rechts von ihm eigentlich nichts kommen. Mehr Waffenträger ist aber noch Kinderwerfer ist im gegnerischen Cap. Hat hier scheinbar lange Zeit verpeilt, wo der Gegner wohl ist. Und spielt hier super vorsichtig, obwohl da gar nichts kommen kann. Wie gesagt, der Kinderwerfer ist, auch wenn er zuletzt auf der Map da oben zu sehen war, sagt uns der durchlaufende Balken, dass der Kinderwerfer einfach im Cap sein muss. Das Gute ist, sie können hier durchcappen, können damit das Ganze noch gewinnen, auch wenn es natürlich ärgerlich ist, wenn, dass man den Schaden nicht machen kann, hatten wir in der letzten Runde, aber das ist nun mal kein sicherer Sieg bisher. 3 gegen 3 gegen einen guten Kinderwerfer kann man immer noch verlieren. Da ist es sinnvoller, hier durchzukehren und auf Nummer sicher zu gehen. Ist immer ein bisschen schwierige Frage. Man hätte jetzt, nachdem der Leo resettet hat, hätte man sich auch hinstellen und sagen können, okay, wir kämpfen das aus, aber das ist halt so durchaus nachvollziehbar, warum es so gemacht wurde. Und ja, hat 95 Eroberungspunkte, 834 durch Aufdeckung, 2650 Anpanzerung abgeprallt, was ziemlich cool ist für eine IS-8. Da waren wahrscheinlich auch einige glückliche Treffer drin, die er überlebt hat.
und 4960 selbst gemacht, damit einen Großkaliber, wenn ich, oh nee, kein Großkaliber, stimmt, das hat der Leo, aber ich glaube, er hat eine Medaille, ja, ihr werdet es ja sehen, ich habe es wieder vergessen, hehe, hat trotzdem 1345 Basiserfahrung, was unheimlich viel ist, und halt vor allen Dingen, da kommt, dass er als Achter gegen viele Zehner gekämpft hat und halt auch gut was aufgedeckt, da kommt das so zusammen, hat das, was er beschossen hat, auch zu guten Teilen selbst aufgedeckt, und ja, war eine gute Runde. Wie gesagt, er hätte halt vielleicht früher realisieren können, dass der Kinderwerfer im eigenen Cap steht. Aber ansonsten wenig falsch gemacht. So, als letztes haben wir hier das Highlight oder die Zähler der Reihe, die ES7. Er ist hier zusammen unterwegs mit dem Magpie, der noch in der ES8 sitzt. Und wir sind auf einer Siegfriedslinienrunde Angriff, wieder als Verteidigender. Und ja, die ES7, wie gesagt, das der Tier 10er, ein absoluter Nahkampfpanzer. Eine Gun, die sehr, sehr gut im Nahkampf geeignet ist. 250 Durchschlag, 94 Schaden, aber ziemlich ungenau und dementsprechend auf Distanz nicht so gut geeignet. Und panzerungstechnisch sehr interessant. Die Wanne vorne ist wieder nasenförmig. Der Turm ist unheimlich gut geformt und damit sehr, sehr stark. Da haben viele Probleme gegen den Turm. Also Hull Down ist der Panzer der Hammer. Leider für einen Heavy Tank recht wenig Lebenspunkte auf T10 mit 2150. Das sind auf jeden Fall die wenigsten. Und man muss auch leider sagen, die ES-7 ist einer der beiden Noob-Tier-10er, sprich neben dem der Panzer, den irgendwie die Anfänger, den man sich als erstes mitholt und dann einfach schlecht fährt, weil man keine Ahnung hat, wie es funktioniert. Daher mein Appell an euch, wenn ihr nehmt am Anfang die ES-7 als Ziel bei den Tier-10ern, das ist vollkommen in Ordnung, die ist ein guter, solider Panzer, auf dem man es gut lernen kann, aber lernt bis dahin auch das Panzerfahren, denn die ES-7 ist, also wenn man Tier-10 fährt, sollte man halt verstanden haben, wie das Spiel funktioniert. Wenn ihr es nicht schafft, auf dem Tier 10er irgendwie auf eine ansatzweise 50% Winrate zu kommen und irgendwie nie Schaden macht, dann seid ihr halt für euer Team leider nur eine Last und gerade in Tier 10 ist das sehr ärgerlich. Man sollte immer als Faustregel haben, man sollte selbst so viel Schaden machen, wie man Lebenspunkte hat, oder grob geschätzt erstmal für den Anfang 2000 ist meistens auch okay, als Durchschnittsschaden. Also wenn ihr in der Runde irgendwie immer nur 1000 Schaden macht, dann ihr 7, solltet ihr euch Gedanken machen, und mal jemanden ein paar irgendwie zu D-Park gehen oder ein paar Leute fragen, dass sie ein bisschen mit euch üben, dass man euch das ein bisschen beibringt. Denn das ist dann eindeutig zu wenig, um irgendwie für das Team einen vernünftigen Beitrag zu leisten. Aber wir wollen uns ja angucken, wie die ES7 hier kämpft. Und er hat sich hier recht mittig hingestellt. Guckt, was an Gegnern kommt. Das Gute an der ES7 ist, sie ist für einen Tier-10er Heavy recht schnell und recht wendig. Und er hat hier immer noch keinen schnellen Schuss genommen. Hätte ich an seiner Stelle probiert, aber er hat bis dahin gewartet, das ist okay. Die ES7 kann sich recht gut verlagern. Die Motorleistung ist nicht der Hammer. Sie erreicht ihre Geschwindigkeit meistens erst, wenn sie bergab fährt, vollkommen. Aber sie ist an sich nicht schlecht. Und man sieht da direkt auch, wo man eine ES7 durchschlagen kann. Nämlich, wenn man zu viel der Wanne sieht. Wenn ihr CW-Interesse habt, ist eine ES7 auf jeden Fall eine gute Wahl. Weil das auf jeden Fall einer der Panzer ist, die man im CW häufig einsetzen kann. Die sind einfach als Kampfgruppe gut geeignet. Und da sieht man den Turm. Obwohl der knallgrün angezeigt wird, der Durchschlag kommt da nicht durch. Der Turm von ES7 ist einfach stark und damit ist er halt gut einsetzbar. Wie gesagt, wenn ihr CW-Interesse habt, ist eine ES7 als erster 10er auf jeden Fall eine gute Wahl. Denn damit kann sich damit die Anforderungen, die meisten Clans haben, an Durchschnittsschaden recht gut erreichen. Und ist im CW halt einfach gut einsetzbar. Gerade wenn man irgendwie so 3, 4, 5 davon als Rudel einsetzt, können die halt gut pushen und angreifen. Aber halt auch durch die Hull-Down-Möglichkeit durchaus mal eine Stellung halten. Und ja, das zeichnet sich aus. Und wir sehen hier Kampf ES7 gegen ES7. Das wird man im CW und auch im Random häufig sehen. Weil ES7 halt neben EN100, glaube ich, mit die meist vertretenen Tier 10er sind. Und vielleicht noch Waffenträger und Kinderwerfer, weil die OP sind und die jeder fahren will, deswegen. Und ja, er hat hier an sich eine gute Position, das Wrack der IS-8, hinter dem er halt down gehen kann und halt auch zweifelsweise sich ein bisschen anwinkelt. Man kann mit der IS-7 die Seitenpanzerung nutzen, beziehungsweise die Ketten, aber man kann sich halt nicht zu stark anwinkeln. Da gehört viel Übung dazu, dass der IS-7 weiß, wie man sich stellen kann, damit Schüsse an einem abprallen. Und das sollte man eigentlich wenn man die Reihe fährt, lernen können. Ist aber halt nicht immer so einfach. Er kriegt die IS-7 da, muss aber auch ganz einziehen, damit er da heile drauf schießen kann. Und das ist so ein Problem, was die IS-7 oft hat. Man muss, wie ich, sehr, sehr gut zielen und darf nicht zu schnell schießen. Denn die Gun ist halt einfach ungenau. IS-7 ist unter Garantie kein Sniper-Panzer. Wenn ihr lieber auf höhere Distanz schießen wollt, geht auf die IS-4.
Die ist mehr auf mittlere Reichweite ausgelegt. Oder behaltet euch halt erstmal die IS-8. Die ist auch für mittlere Reichweite ausgelegt. Schön ist hier natürlich der Arsch der gegnerischen IS-7. Den nimmt man gerne zum Beschießen. Vielleicht bleibt sie noch einen Moment da stehen. Ja, komm schon. Reload mit 11,82 ist halt nicht der Hammer. Die DPM der IS-7 ist nicht umwerfend gut. Halt nur durchschnittlich angesiedelt im Tier 10er Bereich. Da gibt's andere Panzer, die mit ähnlich hohem Schaden wesentlich schneller nachladen. Aber die Seite von der Maus. Und da sieht man die Schwächen von so einer Gun. Auch wenn die an sich gut ist, aber 52 ist ja noch nicht der Oberhammer. Und da die Maus da gerade sehr, sehr gut angewickelt ist, ist hier die beste Wahl. Und er erkennt es, Hinterseite vom Turm. Die Seitenpanzerung kann er so komplett vergessen. Und der Arsch ist auch gut angewinkelt. Und da kann die Maus auch nach hinten Schüsse abprallen lassen. Aber der Turm ist halt gerade leicht zu treffen, da sie den nach vorne versucht zu richten. Jetzt könnte man noch einen schnellen Schuss probieren, solange sie sich gerade dreht. Jetzt wird's wieder schwierig. Das war ein guter Schuss, denn eine der großen Schwachstellen der Maus ist der Radkasten. Da kann man drunter durchschießen. Man kann sogar mit dem E25 eine Maus von unten erschießen, indem man da mal schräg in diesen Radkasten reinschießt und den Bereich dahinter anvisiert. Jetzt zielt der ein bisschen zu weit links auf die Bodenwanne. Da kommt man nicht durch. Kurz zur Erklärung, wir zoomen hier mal voll rein. Da hinschießen. Da, wo die Ketten vor sind. Denn hinter diesen Ketten ist keine Panzerung. Normalerweise sieht man hier, die Außenschürze ist sehr, sehr gut gepanzert. Dann kommen die Ketten und dahinter kommt nichts oder fast nichts. Und wenn hier nur die Ketten sind, kommt man da leicht durch. Die untere Bodenwanne von der Maus ist ziemlich gut gepanzert und gut angewinkelt frontal und steht hier gerade in einem fast 45-Grad-Winkel zu ihm. Auf die Distanz, mit der Schräge auf eine Maus untere Bodenwanne durchzukommen, könnt ihr vergessen. Das schafft vielleicht ein TD, aber nicht eine IS-7 mit 250 Durchschlag. Da ist mit APCA hier hinten, was er da als, da mit der 303, da hätte er es probieren können, aber sonst nicht. Die richtige Stelle wäre hier gewesen, wie beim ersten Schuss auch. Da wäre er, gerade wenn so da ungefähr würde ich hinzielen, damit man nicht zu weit noch vielleicht was von der Bodenwanne mit erwischt, sondern ich hinten in den weichen Teil reinbekommt, wäre die Maus wieder gekettet. Gut, ist sie zum Glück halt auch so noch, aber würde er ihn selbst nochmal ketten und man hätte Schaden gemacht. Der Zauberspot gegen die Maus, aber das lernt er sicherlich auch irgendwann noch. Da braucht es dann einfach ein bisschen Übung oder Leute, die einem oft genug sagen, wo man hinschießen muss. Kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn ihr einen Kumpel habt, der eine Maus hat oder jemanden kennt, wenn man mal ausprobieren kann, probiert das im Training mal aus, wo man deine Maus hinschießen kann. Das hilft auf jeden Fall weiter. Hat hier Glück, dass die Maus wieder dem Turm nicht zu ihm guckt. Aber man merkt halt auch leider die HP-Unterschiede, die den Kampf gegen eine Maus echt schwer machen für eine IS-7. Frontal auf die untere Bodenwanne, das ist okay. Wie gesagt, wenn die Bodenwanne der Maus angewinkelt ist, sollte man da nicht drauf schießen, weil dann ist sie leicht zu schlau. Und jetzt kommt hier hinter ihm eine IS-3, die er nicht mal bemerkt. Frisst einen von der Maus und die IS-3 stellt sich neben ihn, als wäre es ein Teamkollege. Ich weiß nicht, ob die gerade realisiert haben, was da passiert ist. Was macht die IS-3 da? Die IS-3 hätte ihm schön von hinten... Er hat nicht gemerkt, dass die IS-3 hinter ihm aufgetaucht ist. Die hätte ihm einfach von hinten durch die Wanne schießen können. Zwei Schuss locker, bevor er da rechts hätte reagieren können. Und die IS-3 fährt weiter und lässt sich von... Oh Mann. Auch IS-3. Warum tust du sowas? Das ist jetzt traurig zu sehen. Das wäre der perfekte Moment gewesen, ihn hier zu zerlegen. Und jetzt hat er hier wieder... Maus dreht die Bodenwanne zu ihm. Damit hat er eine Chance. Ansonsten wäre auch da wieder die Kette eine gute Wahl gewesen, wenn die zu sehr stark angewinkelt ist. Und das ist das große Problem beim Anwinkeln der Maus, wenn man muss die Bodenwanne vorne oder den Bereich vorne auch wirklich verstecken. Aber er kriegt hier nochmal einen guten Schuss auf die Seite. Das ist ein bisschen glücklich gelaufen, aber hat funktioniert. Die Gegner haben jetzt noch zwei Panzer. Da kann man schauen, ob man was davon bekommt. Und ja, Frontalpanzerung von dem AT-15 nicht zu einfach zu holen. Die IS-7 hat einfach keinen unwerfend guten Durchschlag. Sie hat weniger Durchschlag als die IS-8 vor ihr. Da muss man halt ein bisschen wie ich schießen können, damit man damit zurechtkommt. Und ja, der Waffel ist weg. Er hat den AT-15 noch weggeklatscht, hat damit gewonnen. Abgesehen davon, dass er selbst die IS-3 hinter sich halt nicht bemerkt hat, weil er so auf die Maus fixiert war, dass er die Map ignoriert hat, was natürlich doof ist. Man sollte immer die Map im Auge haben. Aber hat hier 4.849 Schaden gemacht. Das ist ein guter Wert für die 7. 4 Kills, 1.162 Basiserfahrung. Das kann sich sehen lassen. Man muss dazu sagen, die IS-7 hat damit für Panzerassansprüche mit die niedrigsten Werte in der Reihe und bei Tier 10ern.
der E100 hält da vielleicht noch mit, weil viele Leute, wie gesagt, E100 und E7 schlecht fahren, weil sie auch sich bis Tier 10 durchgestorben haben, aber immer noch Noob sind und eigentlich nicht wissen, wie sie richtig spielen müssen. Und was man auf Tier 5 und 6 machen kann, geht halt auf Tier 10 leider nicht mehr. Deswegen sterben sie dann schnell, machen kaum Schaden, kriegen kaum Erfahrung und dementsprechend sind die Ansprüche an Panzerast dann nicht so hoch. Daher mein Rat, wenn ihr die Reihe fahrt, fahrt sie gerne. Ich würde neben der amerikanischen Heavy-Reihe eine Reihe, die ich für Anfänger auf jeden Fall empfehlen kann, aber fahrt sie erstmal nur bis Tier 8 und seht dazu, dass ihr lernt. Und wenn ihr bei Tier 8 seid, drückt sie nicht unbedingt durch bis Tier 10, sondern fangt auch andere Reihen an, denn man muss sich halt einfach, man muss auch ein bisschen breit gefächerter lernen, fahren, um zu lernen, so rum. Die Reihe ist gut für Anfänger, ist eine solide Reihe, die ich nur empfehlen kann, mit der man halt viel lernen kann, wo die Panzer sehr stark sind, weswegen einem halt viele Fehler auch verziehen werden, gerade in der IS-3. Aber man muss, um von der IS-3 weiterzukommen, halt sich gut dazulernen, denn IS-8 und IS-7 sind nicht mehr so einfach zu fahren wie IS-3. Aber jeder sollte eigentlich eine IS-3 in der Garage haben. Oder als Äquivalent die Chinesen-Variante, den 110er, aber der ist ein bisschen schwieriger zu fahren und den haben nicht so viele. Also IS-3, gute Wahl. Und ja, ich hoffe, es hat euch heute gefallen, das Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über die Reihe gelernt. Lasst mir eure Meinung zu den Panzern gerne unten in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.